Am 26. April 2018 nutzten rund 40 Mädchen und Jungen im Rahmen des Zukunftstages die Möglichkeit, einen Einblick in die technischen Ausbildungsberufe bei ArcelorMittal Bremen zu erhalten. Da wir den Warmwalzwerk-Präsentation machen, haben wir die beiden Kaufleute, also meine Kollegin Mara Humpe und ich, uns nochmal darauf vorbereitet, den Produktionsprozess genau durchzugehen. Allerdings halt dadurch, dass die Kinder auch noch relativ jung sind und nicht alles in dem Sinne verstehen, halt dann auch das noch so ein bisschen an spielerischen Beispielen versucht darzustellen oder beziehungsweise das dann auch versucht daran zu erklären. Oder wir versuchen es daran zu erklären. Ich glaube, dass viele Mädchen eher so ein bisschen abgeschreckt sind, wenn es um handwerkliche Berufe geht oder halt auch nach draußen, wo wirklich handwerkliche Berufe gehandhabt werden. Und ich glaube, es ist einfach mal wichtig, einfach mal reinzuschnuppern, okay, inwieweit wird der Beruf hier ausgeübt, was muss man da machen, kann ich das nicht, auch obwohl ich zum Beispiel eher ein bisschen kleiner bin oder ein bisschen größer bin, kann ich trotzdem den Beruf gut ausüben und inwiefern sind auch meine Fertigkeiten in handwerklichen Berufen. Ich denke, von daher ist es sehr sinnvoll, auch so eine Zukunftstage zu machen, sowohl für Mädchen als auch für Jungs. Also ich fand es besonders faszinierend, dass es am Ende so warm war, auch noch als es eigentlich schon alles abgekühlt war. Wir haben grundsätzlich geplant, dass sie hier oben in der Elektroabteilung das Lötmännchen bauen. Also ein bisschen mit dem Lötkolben umgehen, ein bisschen verstehen, wie so der Strom funktioniert. Und dann machen sie noch den Einstellungstest, das ist eine Ein-Ausschaltung. Ja, es ist im Endeffekt schon mal die Vorbereitung, wenn sie sich hier bewerben sollten, dass sie gleich wissen, was der Einstellungstest ist. Ist halt auch relativ einfach für den Anfang. Wenn es funktioniert, leuchtet eine Lampe, wenn nicht, findet man den Fehler. Ja. Wenn man natürlich in einem Betrieb wie hier was Handwerkliches machen will und auch beim Götze was Handwerkliches macht, ist es halt eine gute Vorbereitung, um zu sehen, ob einem das liegen könnte oder nicht. Weil wenn man jetzt hier oben merkt, okay, Strom oder das Verkabeln ist nicht mein Ding, aber man merkt unten, ja, so ein Vogelhäuschen bauen ist ganz interessant, dann hilft es schon. Und wenn man hier ein bisschen Connections schon mal hat, dann ist es, glaube ich, ganz praktisch. Also zuerst haben wir Stahlwerk besucht, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir da auch gesehen haben, wie das Stahl bearbeitet wurde, wie es gemacht wurde. Hier hinten haben wir dann unsere Vogelhäuser gebaut und bis jetzt hat alles ganz viel Spaß gemacht.